Jetzt geht's auch nicht, geben wir kurz einen Bongolas Dietrich. Titi, ich sag mal so, bring einfach mal irgendeinen Mann mit, außer Lars. Nimm den Oliver, komm in die Mitte. Mein Gott. Ich dachte, aus dem Publikum. Ja, der Kopfhörer ist für dich. Setz den doch bitte mal auf und wende dich von uns ab. Ja, so. Jetzt brauche ich Ihre Hilfe, meine Damen und Herren, oder einfach vielleicht, meine Damen, ein Verhütungsmittel. Virale. Kondom. Wir nehmen mal das Kondom, weil das ist immer ganz schön. Es geht nämlich hier bei diesem Spiel um Reklamation. Ja, ein Kondom. Genau das hat Tetje bei Oliver im Laden gekauft. Und das Ding, habe ich noch irgendwas anderes oder verkaufe ich nur? Nee, vielleicht alles Mögliche. Unter anderem auch Kondome. Und das Ding ist dermaßen kaputt, selbst der Papst hätte es zugelassen, meine Damen und Herren. So, jetzt freuen wir Tetje einfach mal. Was macht der da eigentlich? So, Tetje, du hast schön was gekauft bei Olli im Laden. Ja. Und das ist kaputt. Ach. Und jetzt gib's einfach mal zurück. Reklamiere es. Okay. Fordere dein Recht und vielleicht kriegst du ja auch raus, was du eigentlich gekauft hast. Ja. Guten Tag. Hallo. Hallo. Kann ich mit irgendwas helfen? Ja, ich habe eine Reklamation. Ja. Also, ich habe das gestern hier gekauft. Ich pack's am besten mal aus. So. Was für ein Angeber. So, wenn Sie mal den Karton wegnehmen. Ja, ich helfe Ihnen mal mit dem Karton. Wir stellen den Karton mal hier ab. So, wir machen den Karton mal auf. Ich hatte ihn schon aufgemacht. Ja, ja, aber hier ist noch das ganze Füllmaterial. Es ist ja da ganz unten. Es ist ja da ganz unten. Nehme ich mal an. Ja, ich habe es bei Ihnen gekauft, wenn Sie das Produkt nicht kennen. Ich kenne das Produkt. Warum haben Sie das so aufwendig verpackt, um Gottes Willen? Naja, damit es nicht kaputt geht. Was stimmt denn damit nicht? Also, sehen Sie mal. Ich habe hier dieses Gerät gekauft und... Ein Gerät? Was ist denn daran so lustig? Naja, ich habe das Gerät gekauft, habe dann ein Streichholz genommen, ist angezogen... Nein! Entschuldigung! Das können wir nicht machen! Ich bitte Sie! Meine Güte! Mein Gott, was ist denn so falsch? Was ist denn so falsch daran? Ich wollte einen schönen warmen Tee. Das stinkt wie Sau, wenn Sie das anzünden. Ich wollte einen schönen warmen Tee haben. Ja, den können Sie sich da drin nicht aufbrühen, mein Lieber. Da ja. Können Sie sich gar nichts aufbrühen. Hab ich ja dann auch sofort wieder ausgemacht, das Feuer zu, ja. Alles fertig gemacht. Dann habe ich einen Stecker genommen, reingesteckt und zack, was ist? Das Ding funktioniert überhaupt nicht. Ich gucke auf die Betriebsanweisung, 230 Volt, alles in Ordnung. Aber das Ding läuft einfach nicht. Also das mit dem Reinstecken ist ja schon mal nicht völlig falsch. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das dürfen Sie nicht unter Strom setzen. Wie alt sind Sie denn? Das weiß man doch. Ja, aber Entschuldigung, ich meine, ich wollte meinen Kindern eine Freude machen. Und Freundchen! Die Tatsache, dass Sie Kinder haben, zeigt schon, dass Sie sich mit dem Produkt nicht auskennen. Naja, ich wollte den Kindern eine Freude machen, sagt meine Frau, nee, lass mal lieber. Naja, und dann habe ich das im Wohnzimmer ein bisschen liegen lassen und dann kam dann der Hund und der fand das ganz schön. Was hat der Hund damit gemacht? Ja, der hat dann ein bisschen dran rumgeleckt, natürlich, was Hunde so machen. Und, naja... Was erwarten Sie denn, dass ich das jetzt umtausche oder was? Ja. Dieses angebrannte, von einem Hund angeleckte Produkt. Soll ich ihn umtauschen? Das wäre nett. Meinen Sie, das kann man noch benutzen? Na ja, wenn ich mir das so angucke. Wie wäre es, wenn Sie mir das einmal vormachen, wie man es richtig macht? Warum kaufen Sie nicht einfach eine neue Packung? Die Dinger sind doch nicht so teuer. Ja, wissen Sie, man kriegt die ja nicht überall. Vor allem in meiner Größe. Also wenn ich mir die Sache recht überlege, glaube ich doch nicht, dass der Hund dran geleckt hat. Jedenfalls ist dieses Kondom nicht mehr zu gebrauchen.